Ja, ich habe allgemein gewählt alte Schweizer Nutztierrassen. Und bei den Schweinen gibt es halt nur die Wollschweine. Aber sie machen sehr Freude, sind pflegeleicht und auch sehr umgänglich. Das Fleisch ist noch sehr rar. Es gibt wenig Züchter, die richtig mästen und die regelmäßig Fleisch haben. Und bei mir ist es so, ich habe einfach regelmäßig Trockenfleisch. Ja, es gibt gefährdete, zum Beispiel die Grünochten oder die Gabbra Sempione sind wir am Züchten, dass es da mehrere Tiere davon gibt. Davon leben können wir zurzeit nicht. Also das ist wirklich eine Leidenschaft, die wir beide zusammen teilen und das soll auch so sein. Ich denke, das ist schon eine tragende Rolle, weil man die Zucht plant und schaut, dass der Inzuchtkoeffizient nicht zu hoch kommt und die genetische Präsenz ein bisschen breiter gestreut wird. Die speziellen Eigenschaften sind, es ist eine extensive Rasse, sie sind sehr genügsam, sie sind zufrieden mit Gras und Heu. Die Leute begreifen von Jahr zu Jahr, dass die Biodiversität wichtig ist und dass es einen Wert hat. Auf dem Teller, weil es spannend ist, aber auch die vielen Rassen als kulturelle Absicherung, kulturelle Werte, aber auch als genetische Absicherung.